Zuerst legte er den riesigen See trocken, den Nero neben seinem Palast angelegt hatte. Auf diesem Grundstück sollte die berühmteste Glanzleistung der römischen Architekten entstehen. Ein Ort, an dem das ganze Chaos, das die Stadt heimgesucht hatte, gebündelt werden und ein Ventil finden konnte. Es wurde das Flavianische Amphitheater genannt. Wir kennen es als das Kolosseum. Vespasians Botschaft war deutlich. Seht her, ich nehme einen Ort, der nur für den Privatgebrauch eines schlechten Kaisers bestimmt war, und mache daraus einen Ort, an dem sich die gesamte Bevölkerung Roms verlustieren kann. Das war ein sehr mutiges Stück Propaganda. Gladiatoren haben schon jahrhundertelang ihr Blut zum Vergnügen der Zuschauer vergossen. Aber das Volk von Rom war begierig nach größeren, aufwendigeren Spektakeln. Das Kolosseum gab den Gladiatoren einen permanenten Arbeitsplatz, der technisch auf dem neuesten Stand war. Die Spiele begannen eine Blutrünstigkeit anzunehmen, die in der Geschichte des Reiches ihresgleichen suchte. Das hier war der Veranstaltungsort, sozusagen das Olympiastadion, der Superdome. Hier war Entertainment die Devise. Tiere und Gefangene aus den entlegensten Winkeln der Welt frisch serviert, in der eigenen Stadt, in der eigenen Loge. Es ist mit Sicherheit das größte Amphitheater der Welt. Aber nicht nur das ist außergewöhnlich, sondern auch die Art, wie sein Bau organisiert wurde. Der Bau des Kolosseums begann 72 nach Christus. Finanziert wurde er durch den Verkauf von Wertgegenständen, die Vespasian bei der Plünderung des Tempels zu Jerusalem geraubt hatte. Bei diesem Feldzug wurden 12.000 jüdische Gefangene gemacht, die das Amphitheater bauen sollten. Sie mussten bis zum Ende unter unglaublich harten Bedingungen schuften. Über 6.000 Tonnen Mörtel wurden verbraucht und aus einem 30 Kilometer entfernt gelegenen Steinbruch wurden riesige Travertinblöcke herangeschleppt. Je höher der Bau wurde, umso weniger verwendeten sie den festen, teuren und schweren Kalkstein. Stattdessen griffen sie auf billigeres und leichteres Material zurück. Die Römer verfügten über ziemlich ausgeklügelte hölzerne Kräne und andere Hebevorrichtungen, die sowohl vom Boden aus als auch in großer Höhe eingesetzt werden konnten. In nur 8 Jahren war der imposante Bau auf eine Höhe von 50 Metern gewachsen und stellte alles Umliegende in den Schatten. Es ist das höchste Gebäude, das im alten Rom errichtet wurde. Es ist das Amphitheater der Hauptstadt. Was war Rom? Rom war eine Stadt, die viel größer und reicher als jede andere Stadt war. Also wurde das Kolosseum zu einem Symbol der Macht, der Technologie und des Reichtums. Die Grundidee eines römischen Amphitheaters war denkbar einfach. Zwei halbkreisförmige griechische Theater, Rücken an Rücken gestellt, bildeten eine kreisförmige Arena, in deren Mitte sich das Geschehen abspielte. Das Kolosseum setzte neue Maßstäbe im Bau römischer Amphitheater. Es war durchzogen von einem ausgeklügelten Netzwerk von Gängen und Treppenhäusern, durch die in kürzester Zeit 70.000 Römer hinein- oder hinaus gelangen konnten. Wie in den heutigen Stadien war jeder Gast im Besitz einer Eintrittskarte mit der Nummer eines der Zugangstore. Das Gebäude war nicht nur in Hinsicht auf die Kontrolle der Menge geplant, sondern auch in Hinsicht auf deren Komfort. Es verfügte über 110 Trinkwasserbrunnen und 2 der Größe der Arena entsprechende Toiletten. Das Kolosseum besaß sogar ein ausfahrbares Dach. An heißen Tagen wurde ein Velarium genanntes Sonnensegel über die Arena gespannt, um die Zuschauer vor der Sonne zu schützen. Es wurde von Matrosen der römischen Marine bedient, die auf dem obersten Rang des Theaters postiert waren. Das Segel konnte je nach Sonne und Wind ausgerichtet werden. Dadurch war das Kolosseum erstaunlich gut ventiliert und schattig. Von der obersten Arkade aus bedienten sie die Segelsegmente. An der Außenwand können wir noch die Löcher sehen, in denen die Stangen staken, die die riesige Leinwand hielten. Anfang
80 nach Christus war das Kolosseum vollendet. Doch Vespasian sollte die feierliche Eröffnung seines größten Bauwerks nicht mehr erleben. Er war im Vorjahr eines natürlichen Todes gestorben. Also wurde die Eröffnungsfeier von seinem Sohn und Nachfolger Titus geleitet. 100 Tage nacheinander strömten die Römer ins Kolosseum, wo ihnen Blutvergießen jeder nur erdenklichen Art geboten wurde. An einem einzigen Tag wurden 5000 Tiere abgeschlachtet. Tausende von Gladiatoren und Gefangenen überlebten die Einweihung nicht. Außerhalb der Arena kannte man ein Gemetzel dieses Ausmaßes nur im Krieg. Doch hier war es reine Unterhaltung. Die Menschen verbringen den ganzen Tag dort. Vormittags sehen sie zu, wie Männer Tiere töten oder Tiere Männer. Mittags folgt die Hinrichtung von Gefangenen. Am Nachmittag schließlich kommt der Höhepunkt des Programms, der Kampf der Gladiatoren, Mann gegen Mann. Aber ungeachtet ihrer Beliebtheit waren die Gladiatorenkämpfe nicht immer die Hauptattraktion. Zu den aufregendsten Vorstellungen, die im Kolosseum geboten wurden, zählten die Naumachien. Das waren Seeschlachten mit echten Seeleuten an Bord von echten Schiffen mit entsprechender Ausrüstung. Es wäre ohne weiteres möglich gewesen, von einem der Aquädukte Wasser ins Kolosseum zu leiten und den Boden bis zu einer gewissen Tiefe zu fluten. Jüngste Untersuchungen des Kolosseums haben ergeben, dass der Unterbau der Arena zahlreiche Kanäle zur Flutung des Gebäudes enthielt. Es war also möglich und es wurde auch getan. Cristiano Ranieri hat als erster moderner Archäologe das Labyrinth von Wasserkanälen im Unterbau des Kolosseums untersucht. Er ist fest davon überzeugt, dass er ein Leitungssystem entdeckt hat, mit dem die Arena für die Seeschlachten geflutet wurde. Unter dem Boden der Arena fanden wir einige Tunnels, die noch älter sind als das Kolosseum. Sie stammen aus der Zeit von Nero und seiner Domus Aurea. Die ursprünglich zur Flutung von Neros See gedachten Wasserleitungen wurden beim Bau des Kolosseums nicht zerstört. Vermutlich wurden sie zum Fluten und Entwässern der Arena wiederverwendet. Diese bisher unveröffentlichten Aufnahmen zeigen, wie Cristiano sein Team von Tauchern durch diese uralten Kanäle führt. Durch Wasser, das verschmutzt ist vom Schutt zweier Jahrtausende. Unter dem Kolosseum entdeckt er ein Wasserreservoir mit direkter Verbindung zu einem nahegelegenen Aquädukt. Cristiano geht davon aus, dass das Wasser von diesem Aquädukt in die Arena geleitet wurde. Er findet auch Hinweise auf Abflussleitungen, die mit der städtischen Kloake verbunden waren. Hiermit könnte das Wasser aus der gefluteten Arena in den Tiber geleitet worden sein. Es gab ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem, das auch zum Fluten der Arena für Seeschlachten benutzt wurde. Die Seeschlachten im Kolosseum waren eine technische Meisterleistung. Aber in der berühmtesten Arena der Welt sollte ihr Erfolg nur von begrenzter Dauer sein. Innerhalb eines Jahrzehnts wurde das Fluten des Kolosseums zugunsten einer Neuerung aufgegeben, die die Spiele revolutionierte. Eine zweistöckige Konstruktion unterhalb der Arena, Hypogeum genannt. Sie enthielt ein System von Aufzügen und Klapptüren, mit deren Hilfe Tiger und bewaffnete Gladiatoren urplötzlich in der Arena erscheinen und ihre nichtsahnenden Opfer abschlachten konnten. Zwar wurde das eigentliche Spektakel hier in der Arena geboten, aber das Nervenzentrum, sozusagen der Maschinenraum des Kolosseums, war das Hypogeum. Hier waren die Laufställe für die Löwen und die Käfige, in denen die wilden Tiere aufgestachelt wurden. Hier schärften die Gladiatoren ihre Schwerter und bereiteten sich auf ihren Tod vor. Hier warteten die verurteilten Verbrecher in Ketten. Oh,
Die Spiele beginnen. Im Arenaboden öffnet sich eine Falltür. Mit Flaschenzügen wird ein weiterer Löwe oder Panther hochgezogen. Wenn sich die Falltür öffnet, ist man kurz im Licht und hört die begeisterten Schreie der Zuschauer. Dann wird die Falltür wieder geschlossen. Und inmitten der Schreie, des Wehklagens und des Gestanks von Blut, Tieren und Menschen gibt man sich wieder dem Grübeln über sein baldiges Ableben hin. Gewalt, Blut, Ausbeutung, Aufregung. Die Spiele im Kolosseum waren das ultimative römische Spektakel. Und alle Zuschauer waren überwältigt von der technischen Überlegenheit der fortgeschrittensten Zivilisation der Welt. Nach einem Jahrzehnt der Stärke und Stabilität unter Vespasian näherte sich diese Zivilisation dem Zenit ihrer Macht. Ihre nächste Generation sollte diese Macht verwenden, um technische Wunder zu bauen, die noch größer und noch gewagter waren.